So, ich möchte Bücher fertig lesen und ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Aufgabe, Auflage. Und Steuern sind was für den Gewerkschaftssamstag. Deshalb verschwinde ich nachher auch noch an meinen Schreibtisch. Und ich lese zweimal 45 Minuten dieses Buch hier vor. So. Ich bin angekommen im Teil drittens Geschäftsvorfälle bei Lektion 15, sonstige Betriebsausgaben. Der Teil drittens Geschäftsvorfälle endet damit. So, die Lektion geht von Seite 135 bis Seite 145. Mal gucken, wie weit ich komme. Lektion 15, sonstige Betriebsausgaben. Die nachfolgende Lektion erlaubt einen Überblick über sonstige betriebliche veranlasste Aufwendungen. Die nachfolgende Lektion erlaubt einen Überblick über sonstige betrieblich veranlasste Aufwendungen. Die exakte Einordnung der verschiedenen Betriebsausgaben ist wichtig für die Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen. In Klammern Lektion 22, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Klammer zu. Fall 76, ein Sammelsurium an Ausgaben. Ihr Freund aus der Lektion 1, in Klammern Verkauf über einen eBay-Shop im Internet, Klammer zu, gibt Ihnen folgende Informationen über seine Ausgaben im Jahr 01 und bittet Sie um eine Einordnung. Einkauf von Konkurswaren 50.000 Euro. 2. Transportkosten der Waren 2.000 Euro. 3. Schuldzinsen für die Überziehung des betrieblichen Bankkontos 2.200 Euro. 4. Telefon 500 Euro. 5. Nutzung eines Raumes der Wohnung als Büro kostenanteilig 2.500 Euro. 6. Miete für ein Warenlager 1.800 Euro. 7. Gewerbesteuerzahlung 1.500 Euro. 8. Aushilfslöhne und Sozialabgaben 5.000 Euro. 9. Einkommensteuervorauszahlung 10.000 Euro. So, jetzt zur Einordnung. Denn die wird hier Lösung genannt. Nicht Losung, Lösung. Lösung zu 1. Einkauf von Konkurswaren 50.000 Euro. Der Wareneinkauf gehört zu den klassischen betriebsbedingten Aufwendungen. Die Kosten werden in der betriebswirtschaftlichen Auswertung direkt unterhalb der Erlöse beim sogenannten Wareneinsatz angesetzt. Zu 2 Transportkosten der Waren 2.000 Euro. Ebenfalls dort anzuordnen sind die bezahlten Warentransportkosten. Zu 3 Schuldzinsen für die Überziehung des betrieblichen Bankkontos 2.200 Euro. Die Schuldzinsungen sind Aufwendungen, die nur mittelbar durch den Betrieb verursacht sind. Es handelt sich um neutrale Aufwendungen. Zu 4 Telefon 500 Euro. Telefonkosten gehören zu den in Klammern operativen, Klammer zu sonstigen betrieblichen Aufwendungen.
Für die private Nutzung des Telefons ist in der Regel eine Nutzungsentnahme zu erfassen. Klammer auf, ca. 20% der Ausgaben einzelfallabhängig, Klammer zu, Punkt. Zu 5, Nutzung eines Raumes der Wohnung als Büro, kostenanteilig. Die Nutzung des privaten Büros kann über eine Nutzungseinlage als häusliches Arbeitszimmer berücksichtigt werden. Es handelt sich ebenfalls um sonstige betriebliche Aufwendungen. Zu 6, Miete für ein Warenlager 1.800 Euro. Die Ausgaben für das Lager sind zweifelsohne betrieblich bedingt. Sie werden bei den Raumkosten ausgewiesen, Klammer auf, wie die Kosten für das Arbeitszimmer, Klammer zu. Zu 7, Gewerbesteuerzahlung 1.500 Euro. Die Gewerbesteuerzahlung ist die Zahlung für eine betriebliche Steuer. Es handelt sich jedoch um eine nicht abziehbare Betriebsausgabe. Warum da jedoch steht, es handelt sich um eine nicht abziehbare Betriebsausgabe, ist schöneres Deutsch, liebes Finanzamt. Zu 8, Aushilfslöhne und Sozialabgaben 5.000 Euro. Löhne und soziale Abgaben gehören zu den Personalkosten. Zu 9, Einkommensteuervorauszahlung 10.000 Euro. Die Stimme geht langsam in den Keller. Mit der Einkommensteuer wird das private Einkommen besteuert. Es ist eine private Steuer und keine Betriebsausgabe. Nachfolgend kommen zur Vertiefung einige kleinere Fälle. Einkauf von Waren und Material, Gutschriften. Fall 77, die Inventur bei Tante Emma. T. möchte in ihrem Kiez einen kleinen Tante-Emma-Laden einrichten. Ihr Bekannter X rät ihr davon ab. All die vielen Inventuren und Bestandslisten, die auch bei kleinen Läden durchzuführen seien, führen zu einem immensen Aufwand, der angesichts des zu erwartenden Gewinns die Mühe nicht wert sei. Hat X recht? Wenn der steuerpflichtige Gewinn durch die Erstellung einer EÜR ermittelt wird, sind keine Aufzeichnungen über Lagerbestände erforderlich. T muss daher nicht, wie von X behauptet, Inventuren durchführen und Bestandslisten führen. Bei Wareneinkäufen muss T jedoch Belege über die erhaltenen Waren als Nachweis aufbewahren. Die Ausgaben, die für die Anschaffung von Waren und Warenvorräten anfallen, sind im Zeitpunkt der Zahlung Betriebsausgaben. Wenn beim Erwerb dieser Waren Nachlässe oder Rabatte gewährt werden, sind lediglich die tatsächlich geleisteten Zahlungen steuerlich anzusetzen. Nachlässe und Rabatte müssen im Rahmen der EÜR nicht gesondert erfasst werden. Aufzuteilen sind jedoch die Ausgaben nach Wareneinkäufen mit 7% und 19% Umsatzsteuer. Steuertipp: Die Besonderheiten der Einnahmeüberschussrechnung, in Klammern Zahlungszeitpunkt, lassen sich für die Steuergestaltung sehr gut nutzen. Wenn Sie sich am Ende des Jahres entscheiden, Ihren Warenbestand noch einmal aufzufüllen, sinkt automatisch der Gewinn der sofortigen Zahlung des Wareneinkaufs. Bezahlen Sie erst im Folgejahr Ihre Wareneinkäufe, sind die Betriebsausgaben auch erst im Folgejahr zu berücksichtigen. Leitsatz 25. Warenbestand. Die Kosten für Wirtschaftsgüter, die zum Warenbestand bzw. Vorrat gehören, können im Zeitpunkt der Anschaffung als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.
Aufzeichnungen über Warenab- und Zugänge müssen Anwender der EUR nicht führen, in Klammern Inventur. Auch die Bezugskosten, zum Beispiel Transportkosten, Frachten, gehören als Nebenkosten zum Wareneinsatz und sind als Betriebsausgabe anzusetzen. Gutschriften müssen nur dann in der EUR berücksichtigt werden, wenn tatsächlich Geld zurückfließt. In den meisten Fällen wird die Gutschrift noch vor Begleichung der Rechnung mit dem Rechnungsbetrag verrechnet. In diesem Fall wird der in Rechnung gestellte, in Klammern gekürzte, Klammer zu Betrag als Betriebsausgabe angesetzt. Das war der Leitsatz 25 zum Thema Warenbestand. Kosten für das häusliche Arbeitszimmer und für angemietete Büroräume. Fall 78, das häusliche Arbeitszimmer. Der selbstständig tätige Ingenieur I arbeitet an etwa 3 Tagen in der Woche in seinem Arbeitszimmer in der eigenen Mietwohnung. An den beiden restlichen Wochentagen nimmt er Kundentermine wahr. Kann er für sein Arbeitszimmer Kosten geltend machen? Beim häuslichen Arbeitszimmer handelt es sich um einen in der privaten Wohnsphäre eingebundenen, geschäftlich genutzten Raum. Diese Ausgaben sind unter folgenden Voraussetzungen komplett abziehbar. Das Arbeitszimmer stellt den Mittelpunkt der beruflichen bzw. betrieblichen Tätigkeit dar. Es handelt sich um einen in sich geschlossenen Raum, kein offenes Studio, kein Durchgangszimmer, außer ein Durchgangszimmer zu Schlafräumen. Der Raum ist entsprechend einem Arbeitszimmer eingerichtet, kein Fernseher, keine Schlafcouch. Es stehen mindestens so viele Wohnräume zusätzlich zur Verfügung, wie Personen im Haushalt leben, also bei einer dreiköpfigen Familie mindestens 4 Räume. Steuertipp: Für die berufliche Tätigkeit oder eine separate Nebentätigkeit, steht für die berufliche Tätigkeit oder eine separate Nebentätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Kostenarbeitsabzug bis zu einem Betrag von 1.250 Euro im Jahr möglich. Nach der Rechtsentwicklung können sogar nur anteilige Arbeitsflächen als Ausgaben absetzbar sein. Das bedeutet, haben Sie zum Beispiel in Ihrem Wohnzimmer einen klar abgegrenzten oder eingerichteten Arbeitsbereich eingerichtet, können die Aufwendungen auf diese Teilflächen mindernd berücksichtigt werden. Haben Sie ein anerkanntes Arbeitszimmer, können Sie unter anderem folgende Ausgaben anteilig ansetzen. Miete, in Klammern bei Mieträumen, Abschreibung, in Klammern bei Eigentum, Zinsen, soweit das Eigentum finanziert wurde, Nebenkosten, Gas, Strom, Betriebskosten, Einrichtung, Teppich, Tapete, Farbe, Hausratversicherung, Grundsteuer. Die Ausstattung des Arbeitszimmers, Büromöbel, Computer kann natürlich vollständig angesetzt werden. Der abziehbare Betrag wird dadurch ermittelt, dass die Größe des häuslichen Arbeitszimmers zur Gesamtwohnfläche ins Verhältnis gesetzt wird. Dieses Verhältnis regelt auch die Höhe der abziehbaren Betriebsausgaben. Beispiel: Wohnfläche 100 Quadratmeter, Arbeitszimmer 20 Quadratmeter. 20% der Kosten können geltend gemacht werden. Steuertipp:
Auch wenn die Voraussetzungen eines häuslichen Arbeitszimmers nicht erfüllt sind, können die Kosten der Arbeitsmittel, die sich in dem Arbeitszimmer befinden und die entsprechend betrieblich genutzt werden, PC, Büromöbel etc., als Betriebsausgaben abgezogen werden. Nicht unter den Begriff eines häuslichen Arbeitszimmers fallen solche Büroräume, die außerhalb der Privatwohnung oder des Privathauses liegen, beispielsweise eigens angemietete Büroräume oder Räume einer Praxis, in Klammern Arzt, beziehungsweise Kanzlei, Rechtsanwalt. Ebenfalls keine häuslichen Arbeitszimmer stellen jene Räume dar, die zwar auch in der privaten Wohnung bzw. im Privathaus liegen, aber zu anderen Zwecken, also keiner Bürotätigkeit genutzt werden, zum Beispiel Lager, Werkstatt. Steuertipp: Wohnen Sie in einem Mietshaus und mieten Sie auf einer anderen als der Wohnetage zusätzliche Räume für die Arbeit an, handelt es sich um kein häusliches Arbeitszimmer. Die Kosten sind komplett abziehbar. So, ich nehme noch einen Schluck Tee. Personalkosten und Pauschalversteuerung nach Beschluss 37b Einkommensteuergesetz. Personalkosten sind klassische Betriebsausgaben. Die Kosten für das Personal eines Betriebes sind stets betrieblich veranlasst und können gewinnmindernd berücksichtigt werden. Das trifft auf Löhne und Gehälter sowie auf Sozialversicherungsbeträge und die Altersvorsorgeleistungen zu, die das Unternehmen erbringt. Auch Arbeitnehmer erhalten oftmals neben Lohn und Gehalt weitere Zuwendungen in Form von Geschenken oder zusätzlichen Leistungen. Insoweit ist die Pauschalisierungsvorschrift in Beschluss 37b Einkommensteuergesetz von Bedeutung. Im Beschluss 37b Einkommensteuergesetz sind jedoch lediglich jene Sachbezüge erfasst, die nicht bereits nach anderen gesetzlichen Regelungen versteuert werden müssen, zum Beispiel geldwerter Vorteil der privaten Nutzung von Firmenwagen, die Überlassung von Waren oder Dienstleistungen, die der Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieblich oder erbracht hat. Arbeitnehmervermögensbeteiligungen und Vorteile, die der Arbeitgeber bereits nach Beschluss 14 Absatz 1 Einkommensteuergesetz pauschal besteuert hat. Hinweis: Unter geldwerten Vorteil versteht man ein dem Arbeitnehmer zugewendeter Vorteil, der nicht in Geld besteht, der aber wirtschaftlich so bedeutsam ist, dass dieser in Geld ausgedrückt wird. Dabei wird berechnet, was ein fremder Dritter für diesen Vorteil aufgewendet hätte. Geldwerte Vorteile können zum Beispiel sein: private Nutzung des Firmen-PKWs, Überlassung einer firmeneigenen Wohnung, in Klammern Werkswohnung, Beköstigung während der Arbeitszeit, in Klammern Mittagessen.
Ja, ganz normales Deutsch. Beköstigung während der Arbeitszeit, in Klammern Mittagessen. Leitsatz 26, Personalkosten. Unter den Begriff der Personalkosten fallen nicht nur die Löhne und Gehälter, sondern jeder steuer- und beitragspflichtige geldwerte Vorteil, der dem Arbeitnehmer im Rahmen seines Dienstverhältnisses, in Klammern auch von Dritten, zufließt. So. Jetzt geht es um Betriebsausgabenpauschalen. Und ich nehme noch einen Ruhenschluck Tee vorher. Sonst geht die Stimme ganz in den Keller. Betriebsausgabenpauschalen. Fall 79, der Schriftsteller. Es beginnt im Jahr 01 damit, hauptberuflich als Schriftsteller tätig zu werden. Ende des Jahres 01 veröffentlicht er sein erstes Werk und erhält ein Honorar von 10.000 Euro. Da er sehr sparsam war, kann er jedoch nur Materialien im Gesamtwert von 800 Euro als Ausgaben geltend machen. Was ist ihm zu raten? Bestimmte Berufsgruppen haben die Möglichkeit, einen pauschalen Prozentsatz als Betriebsausgaben anzusetzen. Unabhängig davon, was tatsächlich an konkreten Betriebsausgaben anfiel. Bemessungsgrundlage für die Berechnung dieses pauschalen Satzes sind die erzielten Betriebseinnahmen. Hierbei wird unterschieden, ob die jeweilige Tätigkeit innerhalb der betreffenden Berufsgruppe haupt- oder nebenberuflich selbstständig ausgeübt wird. Übersicht 22, Betriebsausgabenpauschalen. Hauptberuflich selbstständige Tätigkeit mit Betriebsausgabenpauschale. So Journalist, Schriftsteller, Künstler, das sind 30% der Betriebseinnahmen begrenzt auf maximal 2.455 Euro pro Jahr. Hebammen. 25% der Betriebseinnahmen begrenzt auf maximal 1.535 Euro pro Jahr. Tageseltern pro Kind 300 Euro pro Monat, bei täglicher Betreuung von 8 Stunden und mehr. Bei kürzerer Betreuung ist diese Pauschale anteilig zu kürzen. Wobei hier zur Vereinfachung der Betrag von 300 Euro geteilt durch 20 Arbeitstage gleich 15 Euro pro Arbeitstag a 8 Stunden angesetzt werden kann. Dann gibt es nebenberufliche selbstständige Tätigkeit mit Betriebsausgabenpauschale. Künstler, Schriftsteller, wissenschaftliche Tätigkeit, Vortragstätigkeit, Unterricht, Nachhilfe. 25% der Betriebseinnahmen begrenzt auf maximal 416 Euro pro Jahr. Es kann also anstatt der 800 Euro die Betriebsausgabenpauschale ansetzen. Diese beträgt 30% der Betriebseinnahmen begrenzt auf maximal 2.455 Euro pro Jahr. Bei Betriebseinnahmen in Höhe von 10.000 Euro, in Klammern 30% hier von 3.000 Euro, Klammer zu, kann also nur der Maximalbetrag in Höhe von 2.455 Euro angesetzt werden. Leitsatz 27, Betriebsausgabenpauschalen. Bestimmte Berufsgruppen haben die Möglichkeit, pauschale Sätze als Betriebsausgaben anzusetzen. Die tatsächlich angefallenen Betriebsausgaben sind in dem Fall unbeachtlich und können nicht zusätzlich abgezogen werden.
So, Großübersicht 23, Betriebsausgaben ABC. Das ist jetzt was länger. Ich habe auch noch 20 Minuten auf der Uhr. So, das ist auch ziemlich klein gedruckt. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Großübersicht 23, Betriebsausgaben ABC. Abfindungszahlungen. Wenn betrieblich veranlasst, in Klammern zum Beispiel bei Kündigung von Arbeitnehmern, Klammer zu, voll abziehbar. Für Geliebte eher nicht abziehbar. Außer wenn ehemalige Sekretärin mit zwei Pfeilen nach oben, in Klammern. Ja, das ist betrieblich veranlasst, die Abfindungszahlung. So. Abschreibung, in Klammern Anlagenvermögen, entsprechend der Nutzungsdauer und der Abschreibungsart als Betriebsausgabe abziehbar. Abschlagszahlung für Leistungen und Lieferungen, in Klammern außer Anlagevermögen, Klammer zu, zum Zeitpunkt der Zahlung abzugsfähig. Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben die 10-Tage-Regel beachten. Bei Anlagevermögen im Rahmen der Abschreibung nur zu berücksichtigen, wenn über das Wirtschaftsgut bereits verfügt werden kann. Arbeitskleidung abziehbar, wenn rein betriebliche Nutzung, in Klammern zum Beispiel Robe des Richters, keine Alltagskleidung, Klammer zu. Cool. Wir machen da keinen ganzen Satz drauf, es kommt aber ein Punkt am Ende und am Anfang steht es nicht groß. Ne? Es hilft der Glaubwürdigkeit der betrieblichen Verwendung, wenn die Kleidung in entsprechenden Fachgeschäften gekauft wird. Arbeitszimmer, siehe gesonderte Ausführung dieser Lektion, Einzelfallentscheidung. Beiträge Berufsverbände, zum Beispiel Beiträge an Kammern, Rechtsanwalt, Ärzte oder Handwerkskammer etc. Bewirtung, wenn Beleganforderungen erfüllt und geschäftlicher Ansatz zu 70% abziehbar. Computer, bei überwiegender betrieblicher Nutzung, in Klammern 90% plus, ansonsten auch anteiliger Ansatz möglich. Nachweis lässt sich über einen Tätigkeitsnachweis führen. Damnum disagio, Zinsvorauszahlung bei betrieblichen Darlehen, wenn marktüblich sofort als Betriebsausgabe abziehbar. Ansonsten Verteilung über die Kreditlaufzeit. Kenne ich gar nicht. Ist mir auch noch nie passiert. Habe ich auch noch nie irgendwo gesehen. Doppelte Haushaltsführung. Eine steuerlich zu berücksichtigende doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Unternehmer außerhalb des Ortes des Mittelpunkts seiner, und jetzt kommt die kleine Schrift zum Tragen, Lebensinteressen, an dem er seinen eigenen Hausstand hält, in Klammern Single, oder an dem der Familienwohnsitz liegt, seiner betrieblichen Tätigkeit nachgeht und am auswärtigen Ort der betrieblichen Tätigkeit auch eine Zweitwohnung unterhält. Der Unternehmer, der die Voraussetzungen einer steuerlich zu berücksichtigenden doppelten Haushaltsführung erfüllt, kann diese notwendigen Mehraufwendungen als Betriebsausgaben ansetzen. Fahrtkosten, Familienheimfahrten, Verpflegungsmehraufwendungen für die Dauer der ersten 3 Monate der doppelten Haushaltsführung, Aufwendung für die Zweitwohnung, tatsächliche Mietkosten bei Eigentum, Abschreibung, Zinsaufwand, begrenzt auf maximal 60 Quadratmeter Wohnfläche bei ortsüblichem Mietzins,
Einrichtung der Mietwohnung. So. Dann kommt der Drittaufwand. Betriebliche Aufwendungen, die von Dritten bezahlt werden, können trotzdem als Betriebsausgabe angesetzt werden. Abgekürzter Zahlungsweg. Es gilt die Fiktion, das Geld wurde vorab geschenkt und damit wurden die Ausgaben damit bezahlt. Boah, was für ein Deutsch. Es gilt die Fiktion, das Geld wurde vorab geschenkt und damit wurden die Ausgaben damit bezahlt. Und so wurden die Ausgaben damit bezahlt. Wäre meiner Meinung nach schönes Deutsch, aber egal. Aber Achtung, ich kann immer nur den Deutsch für Ausländerkurs empfehlen. Aber Achtung, sollte es sich um wesentliche Beträge handeln, kann Schenkungssteuer anfallen. Sollte es sich um wesentliche Beträge handeln, kann Schenkungssteuer anfallen. Durchlaufende Posten stellen keinen Aufwandertrag dar. Einlagen. Ich bin schon bei E angekommen, meine Güte. Im Betriebsausgaben ABC. Waren. In Höhe der Anschaffungskosten der eingelegten Waren erfolgt der Ansatz von Betriebsausgaben. Leistungen, Nutzungen, zum Beispiel Miete. Es erfolgt der Ansatz von fiktiven Betriebsausgaben in Höhe der tatsächlichen Kosten. Abnutzbare Wirtschaftsgüter, in Klammern Anlagevermögen, Ansatz vom Teilwert, Einlage 3 Jahre und später nach Anschaffung oder mit fortgeführten Anschaffungskosten. Einlage erfolgt innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung. Betriebsausgaben erfolgen über die jährlichen Abschreibungen. Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter, in Klammern Anlagevermögen. Bei späterer Veräußerung bzw. Entnahme erfolgt erst ein Betriebsausgabenabzug. Erhaltungsaufwand. In der Regel sofort abziehbare Betriebsausgabe. Bei großer Substanzverbesserung ist die Aktivierung als nachträgliche Herstellungskosten zu prüfen. Bei großer Substanzverbesserung ist die Aktivierung Was mich immer irritiert, ist, dass die da überall einen Punkt hin machen und nie groß anfangen. Da fehlt auch ein Verb. Naja. Fachkongress. Wenn mit privaten Urlaubselementen verbunden ist, eine zeitliche Aufteilung der Kosten vorzunehmen, ansonsten komplett als Betriebsausgabe abziehbar. Fahrten, Wohnung, Betrieb. Absetzbar sind 30 Euro Cent pro Entfernungskilometer pro Geschäftstag. Sind die anteiligen Kosten höher, liegen nicht abziehbare Betriebsausgaben vor. Fahrzeug. Wenn sich Auto im Betriebsvermögen befindet, erfolgt voller Ansatz der Ausgaben. Eventuell ist eine private Nutzung zu besteuern. Fahrtenbuch, Bruttolistenpreis. Jetzt kommt hier ein Komma und danach schreiben die groß. Befindet sich das Auto im Privatvermögen wird betrieblich genutzt. Nutzungseinlage von 30 Euro Cent je gefahrener Geschäftskilometer möglich. Dann kommt da ein Punkt. Und, boah. Ich meine, das Buch hat Seiten und es sind auch über 200 und wenn man dann ganze Sätze schreibt, es wird so viel schöner. Finanzierungskosten, Zinsen, Damm-Numm, Kreditgebühren etc. sind abziehbar. Zu beachten ist bei Überentnahme der beschränkte Schuldzinsabzug. Fortbildung,
und Fachliteratur. Belege für Fachliteratur müssen die genaue Bezeichnung des Buches enthalten. Fortbildungskosten müssen im direkten Zusammenhang mit der Tätigkeit stehen. Klammern keine allgemeinbildenden oder persönlichkeitsbildenden Veranstaltungen, Klammer zu. Fremdleistungen. Darunter fallen alle Leistungen, die durch freie Mitarbeiter oder andere beauftragte Firmen erledigt werden. Es sind abziehbare Betriebsausgaben. Geldbußen, Verwarnungsgelder, nicht als Betriebsausgabe abziehbar, wird aber gegen die Festsetzung vorgegangen, in Klammern Anwalt, Klammer zu, sind diese Kosten wiederum abziehbar. Geschenke an Geschäftspartner sind bis zu einer bestimmten Höhe abziehbar, 35 Euro pro Jahr pro Kunde. Können die Geschenke nur betrieblich genutzt werden, sind auch höherpreisige Geschenke abziehbar. An Arbeitnehmer als Aufmerksamkeit bei feierlichen Anlässen, zum Beispiel Geburtstag, bis zu 40 Euro abziehbar. Personalkosten als Betriebsausgabe abziehbar, sämtliche Kosten, auch Berufsgenossenschaften, Aufmerksamkeiten etc. Eventuell sind geldwerte Vorteile als Lohn nachzuversteuern. Achtung! Personalkosten für nahe Angehörige unterliegen einer stärkeren Prüfung durch die Finanzverwaltung, ob der betriebliche Zusammenhang gegeben ist. Reinigung, erster Strich, von Berufskleidung, tatsächlicher Aufwand, in Klammern Rechnung oder bei, Klammern privater Waschmaschine, Schätzung der Kosten. Zweiter Spiegelstrich, von Räumen, tatsächlicher Aufwand abziehbar, bei Arbeitszimmer anteilig abziehbar. Reisekosten. Betrieblich veranlasste Reisekosten sind grundsätzlich abziehbar. Bei privater Mietveranlassung erfolgt gegebenenfalls eine Aufteilung der Kosten. Sie werden unterteilt in Fahrtkosten, in Klammern Flugzeug, Auto, Züge etc., Übernachtungskosten, in Klammern tatsächlicher Aufwand, Verpflegungsmehraufwendungen, in Klammern Pauschalen, sonstige Reisenebenkosten, Trinkgelder, Parktickets etc. Versicherungsbeiträge, betrieblich veranlasste Beiträge, Betriebshaftpflicht, Sachversicherungen komplett abziehbar. Krankenversicherungen und Rentenversicherungen sind Kosten der privaten Lebensführung und als Sonderausgaben abziehbar. Bei einer Unfallversicherung erfolgt eine Aufteilung der Beträge, wenn Arbeitsrisiko mit abgedeckt ist. So, das war die Großübersicht 23 Betriebsausgaben ABC. Ich habe noch 6 Minuten auf der Uhr und ich werde die Lektion 15 und damit den Teil drittens, die Geschäftsvorfälle, heute abschließen. Und wenn noch Zeit auf der Uhr ist, gebe ich noch einen Überblick über den Teil viertens, Besonderheiten der EÜR. So, jetzt noch einen Schluck Tee. Dann schaffe ich das auch. So. Geschäftsvorfälle ohne Auswirkungen im Rahmen der EÜR. Die nachfolgend aufgelisteten Geschäftsvorfälle stellen keine Betriebseinnahme oder Die nachfolgend aufgelisteten Geschäftsvorfälle stellen keine Betriebseinnahmen oder Betriebsausgaben dar und müssen nicht im Rahmen der EÜR berücksichtigt werden. Aufwendungen für die private Lebensführung. Darlehen. Erhalt der Darlehenssumme und Geldzahlungen zur Darlehenstilgung sind ohne Auswirkungen auf die EÜR. Diebstahl von Waren, da die Anschaffungskosten der Waren bereits bei Anschaffung als Betriebsausgaben den Gewinn gemindert haben. Umlaufvermögen. Einlageentnahme von Bargeld. Aufzeichnungen sind jedoch für den eingeschränkten
Schuldzinsabzug erforderlich, Beschluss 4 Absatz 4a des Einkommensteuergesetzes. Entstehen und Ausfall einer betrieblichen Forderung bzw. Verbindlichkeit. Das sind alles Geschäftsvorfälle ohne Auswirkungen im Rahmen der EÜR. Erstattungsleistungen privater Versicherungen, zum Beispiel Krankenversicherung. Geldeingang nach Überweisung prompt privat auf das Geschäftskonto, Geldeinlage. Mieteinnahmen aus der Vermietung von Gütern, die nicht zum Betrieb, sondern zum Privatvermögen gehören. Strafzettel und Bußgelder, Zinserträge aus privaten Finanzanlagen. So, das war der Teil. Drittens die Geschäftsvorfälle und insbesondere die Lektion 15, sonstige Betriebsausgaben. So, es geht weiter mit dem vierten Teil, Besonderheiten in der EÜR. Ich habe noch genug Tee. Und der Teil viertens, Besonderheiten der EÜR. Der Teil viertens, Besonderheiten der EÜR, besteht aus Lektion 16, Zu- und Abflussprinzip, Lektion 17, durchlaufende Posten und Vorschüsse, Lektion 18, Investitionszugsbetrag, der Investitionsabzugsbetrag, es ist gut, dass die Uhr gleich runterläuft. Lektion 18, der Investitionsabzugsbetrag. Lektion 19, die Rücklagen in der EÜR. Lektion 20, der Wechsel der Gewinnermittlungsart. Und Lektion 21, die Einstellung der selbstständigen Tätigkeit. Danach kommt noch ein fünfter Teil, Analyse und Ausblick. Der besteht aus Lektion 22, die betriebswirtschaftliche Auswertung, und Lektion 23, die EÜR als Planungsinstrument. So, Lektion 16, Zu- und Abflussprinzip, geht auf Seite 146 los und geht bis Seite 154. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seiten. Wen hat das gewundert? Mich nicht, denn die Seite 146 gehört schon dazu. Und als erstes wird erklärt, was das Zu- und Abflussprinzip ist. Das ist ein Grundsatz der Einnahmenüberschussrechnung. Das ist nämlich, dass Betriebseinnahmen erst bei Zufluss und Betriebsausgaben erst bei Abfluss berücksichtigt werden. Das findet sich im Beschluss 11 des Einkommensteuergesetzes wieder. Dann gibt es die Ausnahme, die wirtschaftliche Verfügungsmacht, das ist der Fall 80, ein paar Erlöse. Dann gibt es den Fall 81, PC-Reparatur zum Jahresende. Dann gibt es die Übersicht 24, die unterschiedlichen Zufluss- und Abflusszeitpunkte. Dann geht es weiter mit zweitens Ausnahme, Vorauszahlung für mehrere Jahre. Drittens Ausnahme, die 10-Tage-Regel. Viertens Ausnahme, Anschaffung von Anlagevermögen. Und das war es auch schon. So. Die Eieruhr hat geklingelt. Ich bin durch für heute mit Vorlesen hier. Es reicht auch. Wahrscheinlich mache ich nachher noch ein bisschen Musik. Weiß ich aber nicht. Das Ganze war anstrengend. So, tschüss.